Ich bin Martin Görg, Keramiker hier in Hackenshausen und zeige jetzt hier in meinem Atelier, wie ich ein Gefäß aus einer schamottierten Masse aufbaue. Ja, ich habe jetzt hier die Masse 474, die hat 1 mm Schamotte, 40%, und die ist ideal jetzt hier für meine Arbeit, so ein mittelhohes Gefäß von ca. 30 cm zu bauen. Und ja, ich fange einfach mal an. Ich nehme jetzt hier ein Stück Ton weg, so viel ich brauche für meine Grundplatte. Knete ihn so ein bisschen durch. Und mache mir jetzt hier meine Platte draus. Ein bisschen vorklopfen und dann rolle ich das einfach aus. Auf die gewünschte Stärke. Das hat dann so etwa 5-6 mm. Okay, das reicht jetzt so. Und dann zeichne ich mir meine Grundform einfach an, die ich dann nachher brauche. Das wird jetzt eine ovale Grundplatte. Und die schneide ich jetzt dann auch entsprechend aus. Das ist ein bisschen groß. Kann ich nochmal korrigieren, wenn es mir nicht gefällt. Ein bisschen schöner schneiden. Also, ich nehme jetzt hier meine Platte, die ich mir ausgerollt habe, hier auf meine Ränderscheibe. Das ist jetzt einfach nur eine Holzplatte drunter, das ist, damit es nicht klebt hinterher. Ja, und dann kann ich jetzt schon beim Bauen loslegen. Ja, jetzt habe ich da meine Platte liegen und jetzt kann ich praktisch die erste Wurst mir rollen und dann geht es mit dem Bauen los. Da wird der Ton erstmal so dünn ausgerollt, so wie ich ihn brauche. Und das wird ja nicht ganz so groß, das Gefäß, also kann ich auch die Wand relativ dünn bauen. Und lege das dann hier auf. Ein Stückchen brauche ich noch. Das ist so ganz simpel mit diesem Würstchen rollen, irgendwie ganz einfache Technik, aber kann man trotzdem wunderbare Sachen mitmachen. Das wird jetzt hier gut dran gearbeitet, dass das eine gute Verbindung hat. Erst außen und dann innen. Und dann kommt die nächste schon. Einfach da drauflegen. Fehlt noch ein Stück. Und dann wieder mit der unteren Wurst verbinden. Ja, und jetzt geht es so weiter mit der Wandung. Da baut man jetzt irgendwie Wurst für Wurst hoch. Und irgendwann merkt man, man kommt dann schon ein bisschen in die Form. Das heißt, man kann dann erkennen, wo es hingeht, ob das einfach senkrecht hochgeht oder ob es irgendwie sich öffnet oder schließt. Und ja, so im Verlauf des Bauens wird es dann noch irgendwie die Form ständig kontrolliert. Aber jetzt muss man halt erstmal Wurst für Wurst hier aufsetzen und so fortfahren. So, hier ist das Stück schon ein bisschen gewachsen. Jetzt sieht man auch, dass das sich ein bisschen neigt. Das ist gar nicht aus Versehen, sondern das habe ich ganz bewusst gemacht, weil ich gerne möchte, dass das so eine Dynamik bekommt, dass es so ein bisschen in eine Richtung wächst. Das ist das Schöne beim Bauen, da kann man das wirklich dahin bauen, wo man es hin haben möchte. Da ist man nicht an der Scheibe gebunden, die das konzentrisch einfach nur hochbringt, sondern da kann ich wirklich genau dahin arbeiten, wo ich will, und kann das Stück genauso bauen, wie ich das im Kopf habe. Die Arbeitsschritte sind eigentlich immer wieder die gleichen. Würstchen rollen, innen und außen gut verbinden. Ich glätte das immer hinterher nochmal und dann jetzt kann man auch
zwischendurch immer ein bisschen korrigieren. Das geht dann einfach so im laufenden Prozess. Beulen ein bisschen reindrücken, wo es nach innen geht, ein bisschen rausholen. Und immer so ein bisschen korrigieren. Und dann wächst das eigentlich schön weiter. Und durch das allmähliche Arbeiten wird der Ton unten schon ein bisschen, kann der ruhig schon ein bisschen antrocknen. Und dann kriegt er direkt Stabilität und kann ich dann oben trotzdem noch wunderbar arbeiten. Immer wieder korrigieren. Und am nächsten Tag kommt noch mal, kann man dann noch mal mit einem Klopfholz auch arbeiten, wenn es so ein bisschen weiter angetrocknet ist. Dann hat es eine super Stabilität. Kann man von innen und außen mit dem Klopfholz arbeiten und ganz schöne Linien, sodass die Form wirklich ganz exakt wird. Ja, so geht es jetzt immer weiter. Das kann man dann bis zur gewünschten Höhe bauen. Oben sich einen Abschluss machen, wie man es gerne braucht. Ich setze jetzt hier die Wurst, mache ich jetzt nochmal fest. Und dann kann man das beliebig weiterverarbeiten. Man kann das engubieren oder irgendwie Strukturen sich noch drauf geben, dann entsprechend glasieren und in seinem Brand irgendwie fertig bringen. Vom Ton her ist damit alles machbar. Ist ja ein heller Steinzeugton. Ich brenne meine Sachen dann nachher im Salzbrand bei Steinzeugtemperatur. Und hier habe ich dann nochmal einen Schlicker drauf gegeben, einen schamottierten, der da die Struktur gibt und dann mit Porzellan eingroben das bearbeitet. Und naja, das sieht man ganz schön, das hatte auch erst so eine Neigung, das habe ich halt hier oben so abgeschlossen. Aber da sind halt alle Möglichkeiten da und na, man kann super Sachen machen.